Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Bobeks Montags Kack-Update. Es haben die Ereignisse am Wochenende zugespielt, die dem Wörthersee sehr im Wege stehen quasi. Mir sieht es mir gerade an, ich war gestern Abend im Funpark und hatte sehr viel Fun. Davor haben wir ein Video gedreht zu einem Song, quasi eine Hymne für den Wörthersee, den ich noch freitagnachts mit Gian aufgenommen habe. Ist der Motor kalt, gib ihm 6,5, nimm die Füße in die Hände, ja wir gehen heute steil. Grüße gehen raus. Bis 3 Uhr waren wir im Studio, haben den Song aufgenommen. Am nächsten Abend, quasi gestern, das Musikvideo dazu drehen wollen auf Low Budget. Einfach nur im wilden Clip, einfach spontan. Kann er die Lichtshow auch mit GTI-Song machen? Wir drehen keinen Vlog. Ja, die Outtakes kann man immer benutzen. Sag doch mal, die Leute, schreibt mal in die Kommentare jetzt, wer mir dankbar für die Outtakes hier ist. Meine Güte. Und Abo, ne? Hagen, das könnte auch dein Tesla sein. Was ist das? Ja, aber meine Dreckskarre wird nicht geliefert, Digga. Das ist schon wild, Digga. Das ist schon ganz geil, Alter. Guck mal, ja. Nur deswegen würde ich mir den kaufen, meine. Ja. Weil er den Kofferraum aufmacht. Ja, ganz nein, langsam Mann. In der Licht. Ja, aber die Klappe finde ich am geilsten. Die Klappe, die. Ja, jetzt. Das ist so krank, Alter. Ja, sogar diese E-Dings geht auf. Ja, und da ist RGB. Arschloch. Guck mal da. Ne? Hey! Der GTI! So, können wir jetzt drehen? Digga, sein Scheinwerfer kaputt. Der Seat Leon muss eigentlich auch noch mit rein. Ich glaube, der gehört einer Perle. Was soll ich jetzt machen? Mach Standlicht an, dann roll so ganz langsam, weil ich sehe gerade, dass mein Schatten so richtig scheiße fällt gerade. Monster aus der Dose, meine kippt mir elektronisch. Der Auspuff bang, der Bass, der aus dem Subwoofer brennt. Ihr müsst noch ein bisschen Party machen, Leute. Was ist mit euch da, Digga? Komm mal, Baby, Junge, ich bin nicht wie so die lokale Tuning-Szene, gar keinen Bock auf uns hat. Das ist ein guter Outtake. Film mal kurz Bobi, er soll neben dem Auspuff so posen und ich gebe Gas. Okay. Bobek! Er leuchtet. Nur im GTI. Dieser Eiko Performance ist aber ein bisschen massiger als hier auf die YouTube. Ja, ich bin ein bisschen massiger. Ich bin ja kurz begrüßt. Da hat sich ein Ereignis zugespielt bei diesem Videodreh, welches dem Wörthersee sehr im Wege steht. Und zwar wollte ich einen Burnout machen mit dem GTI. Oder ich wollte, dass es irgendjemand macht. Dann meinte jemand aus der Reihe, ich kann das besonders gut im Frontkratzer haben, mache ich mit meinem Mini auch immer. Hast du Angst um deine Karre? Nee. Was denkst du, wird passieren? Ruckkupplung wird durch sein danach, dann ein bisschen abschleppen lassen. Ja. Aber du wolltest schon übermorgen an Wörthersee, ne? Ja, aber das kriegen wir dann noch hin. Timo, bist du da? Kannst schrauben, ne? Timo sitzt schon den ganzen Samstag jetzt in meiner G-Klasse. Ich weiß. Aber Sonntag hat er ja Zeit. Tesla? Ist der gerade einfach ausgegangen? Nee, nicht. Einfach abgewürgt. Nee, der geht so aus. Danke, ne? Okay, wollen wir es lieber sein lassen? Bist vielleicht du noch zufrieden mit deiner Entscheidung? Ich kann dich noch abschleppen, mein Thema. Tankgeber. Ja, der geht wirklich so aus. Der Wörthersee kann kommen. Hey, ohne Scheiß. Jungs. Was hast du gemacht? Dann mal, bleib mal bitte hier, mach mal den Motor aus. Wir tauschen da mal Versicherungsdaten aus und Alles klar. Erklärt sich das Ganze. Erklärt sich das Ganze, sonst greifst du ein, Max. Ja, ja, alles gut. Ich regel das. Der läuft doch alles. Noch, der läuft doch. Läuft doch. Alles. Ja, das ist das Beste. Tschüss. Ich glaube, wir lassen das sein, ne? Doch, einmal richtig nochmal. Max haut auch schon ab. Max sagt so, nee, mit meinem Tesla nicht. Oh. Wir versuchen noch ein paar Burnouts jetzt. Nee, bitte nicht mehr. Läuft ja noch auf einen Pen. Ja, auf einem, ne? Tot, der Mann. Schöner Dreizylinder. Nach einem Burnout tot. Das hat er zweimal probiert und danach, also gar kein böses Blut jetzt nur an der Stelle, ich hab mein Go gegeben, ne? Hat er zweimal probiert und danach springt das auch noch nicht mehr an. Also springt an, aber es läuft immer nur 10 Meter und dann so. Hast getankt? Die Jungs, jetzt gib mal kein Gas.
Ich merke das, du musst ihn am Leben halten, ne? Mit Gas. Oder dann hat sie gelegen. Standgas ist nicht richtig eingestellt. Ne? Das war die Schraube vorne ran, Vergaser, ne? 1,6er, ne? Vergaserschraube, ne? Nee, Bobek, jetzt ernsthaft, willst du noch ein bisschen Content draus machen, oder? Ich merke das ein bisschen. Du Scheiße. Jo Leute, also Bobek ist aktuell anscheinend außerstande, die ganze Szenerie hier zu moderieren. Deswegen save ich hier an dieser Stelle seinen Content. Der muss aber nur rollen. Zwei Burnouts waren so ein bisschen zu viel für sein nettes Gefährt, für das hier gerade das Musikvideo gedreht wird. Ja, sorry Jungs. Ja, wie gesagt, wir klären das mit der Versicherung dann nachher. Der ist gut versichert, der Junge. Der ist gut versichert. Also fahren kannst du, das geht. Hey, fahr mal eine Runde, ab und zu kriegt mein kleiner Hof. Du darfst nur auf den 1000 Kilometer nicht das Gas wegnehmen, Bobi. Hast du mitbekommen, dass Bobi seine Karre wurde? Was? Ist es so, dass er nicht mehr läuft? Gut. Ja, dann weiß ich ja, wer heute noch mit mir auf dem Parkplatz schläft, ne? Als wenn er keinen Standgas hat, also wenn man vom Gas runtergeht, geht das Auto leider aus. Und um diesen Fall müssen wir uns heute kümmern. Wir schauen nach, was mit dem Golf ist. Ich liebe mein Leben. Gute Nacht und tschüss. So ein schönes Wetter, ey. Ich hab's jetzt erst geschafft. Ich weiß nicht, was ich hier gerade habe. So, wir sind jetzt am Ort des Geschehens. Hier hat das Ganze gestern stattgefunden. Ja, hier so, ne? Da war es ganz wild, ganz uiuiui. Und hier sollte mal irgendwas da, ne? Und jetzt steht er hier, unser kleiner Golfi. Lässt mich im Stich. Er lässt mich im Stich. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr Tipps habt. Ich habe schon jemanden Bescheid gesagt zum Auslesen. Kommt gleich einer rum. Er springt auf jeden Fall noch an. Das ist schon mal ganz schön. Wir probieren es jetzt nochmal hier. Guckt euch das an. Gang ist draußen, Handbremse ist drin. So. Und? Oh. Habt ihr gesehen, ne? Ich kann ihn jetzt ein bisschen auf Krampf oben halten, indem ich ihn ein bisschen gebe, so. Aber, ja. Ob das jetzt das Richtige ist, weiß ich nicht. Ne? Und wenn man da mehr Gas geht er dann auch wieder aus. Ja, ich würde sagen, erstmal auslesen, gucken, was da los ist. MKL ist hier an, das ist schon mal zum Auslesen ganz gut. Und dann müssen wir mal schauen, ne? Was er hat. Also was mich ein bisschen fuchsig macht, dass es halt genau nach diesem Burnout war, ne? Nach diesem missglückten Burnout. Das ist ein bisschen komisch, finde ich. Werden wir gleich sehen. Also ich warte jetzt nochmal hier und jo. Schauen wir gleich mal, ne? Ja, die Sache hat gestern Abend noch eine ganz komische Wendung genommen. Wie ihr seht, bin ich gerade bei Lackflow, weil wir heute den Heckansatz lackieren wollen. Das bedeutet, das Auto läuft wieder. Was ist passiert? Wir haben den Wagen ausgelesen. Irgendwas mit dem Abgas stimmt nicht ganz. Ich denke mal, das liegt da unten an der Downpipe, weil sie irgendwie undicht ist. Das heißt, die muss auf jeden Fall jetzt mal gemacht werden. Deshalb geht auch die MKL nicht aus. Der Wagen springt aber wieder ganz normal an. Läuft auch ziemlich normal. Wie ihr seht, MKL ist am Leuchten. Ich denke, das hat was mit dem Abgas zu tun. Warum er nicht mehr angesprungen ist, kann ich euch nicht mehr sagen. Wir haben ihn ausgelesen. Wir haben nicht mal die Fehler gelöscht. Vielen Dank übrigens an die Jungs mit dem Auslesegerät. Und dann lief er wieder. Keine Ahnung, vielleicht wisst ihr da mehr. Das hat sich für mich ganz komisch angefühlt, wie so Wegversperre oder so, weil er immer so ausgegangen ist sofort. Einmal ausgelesen. Ja, jetzt läuft er wieder normal, ne? Keine Ahnung. Das ist die Geschichte dazu. Jetzt ist natürlich trotzdem im Raum, nicht mit dem Fahrzeug zu fahren. Ich bin mir da jetzt nicht mehr ganz so sicher. Ich wollte mit Timo nochmal schnacken, was er sagt. Aber eigentlich bin ich gerade mehr auf dem Trip zu sagen, lieber den Panamera zu nehmen und nicht mit dem GTI. Das ist natürlich echt doof, weil es war ja so ein bisschen so Plan des Projekts, bis zum Wörthersee fertig zu werden und dann damit auch dahin natürlich. Ja, müssen wir mal schauen, was ich jetzt mache. Ja, und heute, das seht ihr dann im nächsten Video, lackieren wir das Heck und die Rückleuchten wollte ich heute auch noch hier tauschen mit diesem jungen Mann da, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst gerne ein Abonnement da, bis dahin, kleiner Lagebericht, ciao! Aus der Dose meine Kippe elektronisch.